Bayern hatte sich unter dem Protektorat Napoleons 1806 dem Rheinbund angeschlossen. Österreich nahm trotz der Niederlagen der drei vorangegangenen Koalitionskriege 1809 erneut den Kampf gegen Frankreich und seine Verbündeten auf. Nach verlustreichen Schlachten bei Abensberg und Eckmühl verschanzten sich die österreichischen Truppen in Regensburg. Der 23. April 1809, früh um 6 Uhr, begann die Beschießung Regensburgs durch die Franzosen. Um sich den Rückzug zu sichern, beschossen die Österreicher am späten Nachmittag statt am Hof. Abends zwischen 21 und 22 Uhr schließlich erfolgte die Erstürmung Regensburgs durch Franzosen und Bayern. In der Nacht und des darauf folgenden Tages wurde die Regensburger Zivilbevölkerung von Plünderungen und Gräueltaten heimgesucht. In einem der wenigen erhaltenen Tagbücher einfacher Soldaten schildert der Infanterist Deifel seine Erinnerungen an den Feldzug von 1809 in der Sprache seiner Heimat. Den 25. Februar musste ich mich zum königlichen Landgericht stellen und den 27. wurde ich mit 550 Mann verpflichtet in der Kreishauptstadt Straubing, wo damals die königlich-bayerische Regenkreisregierung war. Zum 4., 5., 8. Regiment wurden wir verteilt. Der Herr Oberst beim vierten Regiment, Freiherr von Zoller, der den anderen Tag mit seinem Regiment ausmarschiert, veranstaltet uns einen Ball, weil wir alle sehr junge Leute sind, von 17, 18, 19 Jahren. Er war ohne dem schon so ein Herr, dem so etwas Kindisches freit, denn ich lernte ihm noch näher kennen in Thorn an der Weichsel als Generalleutnant, da er die zweite Armeedivision kommandiert, von Russland zurück. Der Schmidtbauernsaal ist es, den gar viele nicht mehr sehen. Von denen 600 Mann, die recht lustig waren, denselben Abend. Der blutige Feldzug. So nenne ich ihm schon auf meinem Titelblatt. Von Abensberg bis Regensburg eine breite Strecke ist mit Leichen übersät. Groß- und Klein-Labertal, Brückental, Donautal, bis über die Nab, dann der Isar zu, bis Rothenburg und was sonst noch bei Landshut, München, Neumark und anderen Orten. Es musste jede Gemeinde aus den königlichen Landgerichten wie Kelheim, Abensberg, Mallersdorf, Riedenburg, Hemau, Regenstauf, Stadt am Hof etc. Leute herbeischaffen, damit die Leichen begraben würden, welche auf den Feldern aus allen Zungen und Nationen und wie auch Religionen etc. daliegen. Roman Zirngiebel, Benediktinerpater im Kloster St. Emmeram, Historiker und Archivar, liefert seinem Münchner Briefpartner Lorenz Westenrieder einen ausführlichen Bericht von der Erstürmung Regensburgs durch die Franzosen am 23. April 1809. Den 23. ging frühe um 6 Uhr der Kanonendonner wieder an. Schon um 8 Uhr bemerkte man bei der österreichischen Infanterie eine unbeschreibliche Verwirrung. Um neun Uhr flog Infanterie, Kavallerie in der größten Unordnung durch das Jakobitor, über die steinerne Brücken untereinander hinaus. Wir sahen von allen Seiten her die Anrückung der Franzosen. Schon um acht Uhr fingen sie an, auf das unglückliche Regensburg mit Haupizen und Kanonen zu spielen. Alles flog mit seinen Habschaften in die Keller und in die Gewölbe. Wir speisten in unserem Refektori fast zweihundert Personen aus. Um zwei Uhr stiegen in den Gartenhäusern an den Zwingen die Flammen auf. Das Feuer nahm auf der österlichen Seite der Stadt von Stunde zu Stunde nicht minder auch das Kanon- und Haubitzenfeuer zu. St. Paul und das Nonnenkloster zu St. Clara wurden nebst 149 Häusern und Städeln in die Asche gelegt. Ich sehe es für ein Wunder an, dass die uns vermeinten Haubitzen keine Wirkung machten. Der spätere Regensburger Bischof Georg Michael Wittmann, 1809 Leiter des Priesterseminars schildert die Erstürmung und Plünderung Regensburgs am 23. April mit folgenden Worten Wer den Schrecken dieser Nacht nicht gesehen hat, kann sich ihn nicht vorstellen. Ein weitausgedehntes die ganze Nacht hindurch bis in den hellen folgenden Tag fortbrennendes Feuer, wodurch 150 Häuser zu Regensburg, 95 Wohngebäude zu Stadt am Hof verbrannten. In allen Straßen herumschwärmende Soldaten, die den fliehenden und umherirrenden Leuten nahmen, was dieselben den Flammen entreißen wollten. Dort und da in den Häusern Jammergeschrei vor der Gewalt plündernder Soldaten. Auf allen Hauptgassen eine Menge toter oder noch wirklich in ihrem Blute sterbender Soldaten, dabei den meisten Häusern kein Brot und keine Nahrung, auch keine Ruhe. Das war eine schreckliche Nacht. Der stellvertretende Leiter des Regensburger Klerikalseminars, Johann Nepomuk Ring, schildert in seinem Tagebuch des Jahres 1809 den Alltag in einem Lazarett. »Man sollte jeden, der einen Krieg zu beschließen gesinnt ist, ehe vor in ein Lazarett führen können und ihm dort all das Elend sehen lassen, das auf verwundete Krieger wartet, und die Schmerzen und Leiden, welche hier die Menschheit ausstehen muss. Gewiss, er würde sich kaum zu einem Kriege entschließen.« da werden dann die Verwundeten blutend dahergebracht, die meisten mit zerschmetterten Beinen, dass ihnen jedes Anrühren schmerzlich fällt und man das Geächze und Gewimmer im ganzen Zimmer erschallen hört. Man legt einige auf schlechte Matratzen hin, mehrere auf Strohsäcke, die meisten auf etwas Stroh auf den Boden. Er liegt im Unrat da und kann sich nicht helfen, seine Wäsche wird voll Schmutz, er kann sie nicht wechseln, die Unreinlichkeit erzeugt Ungeziefer, das sich manchmal ohnehin schon vorfindet und so verliert er zusehends seine Kräfte und erkranket wenn nun die Fäulnis überhand nimmt so wird auf die sezierung des gliedes angetragen der fuß der arm wird abgenommen ein grausames unternehmen welchem der kranke zwar nicht augenblicklich unterliegt doch oft von tag zu tag schwächer wird und ohne sich mehr zu erholen der bayerische Beamte Karl Sebastian Hosang lässt in seinen Stadtamhofer Erinnerungen noch einmal die von Leichnamsprozession des Jahres 1809 vorüberziehen, die noch ganz unter dem Eindruck der Katastrophe zwei Monate zuvor steht. Nie sah ich so viele Tränen fließen als bei der von Leichnamsprozession des Jahres 1809. Der Zug kam von der St. Mang Kirche wie sonst über den Stadtamhofer Platz. Allein es waren da keine prächtigen Altäre aufgestellt, die Straße war mit keinen Blumen besät, und anstatt dass man sonst wie durch einen frisch grünenden Birkenhain wandelte, schlängelte sich die Prozession ohne Musik ganz einfach durch die aufgetürmten, aus den Brandstätten geschaffenen Beschütthaufen, worunter immer noch Kohlen und rauchende Brände glühten, und welche jahrelang von Kindern und armen Leuten mit alten Schürhaken durchwühlt wurden, weil sie noch immer viele Nägel und manchmal auch Gold beim Umgraben fanden. Anstatt Geläute, Gesang, Paukenschlag, hörte man nichts als lautes Weinen und Wehklagen.